Ich möchte dich einladen zu einer Finger- und Handgymnastik. Wenn du müde Finger hast oder Einschränkungen im Handgelenksbereich, in den Fingern, wenn du Verklebungen im Handteller hast, wenn sich ein Krankheitsbild wie der Dupuytren abzeichnet und der Handteller immer enger wird, ist es wichtig, dass du die Mobilität deiner Hände, natürlich auch des Handgelenks, erhältst. Also ich vermische das jetzt einfach ein ganz kleines bisschen. Im Handgelenk selbst gibt es zwei verschiedene Bewegungsrichtungen. Es gibt die Bewegung nach vorne und nach hinten. Und es gibt die Bewegung nach außen und nach innen oder abgeklappt zur Elle und zur Speiche. Du kannst bis zur Bewegungsgrenze gehen, hier ein bisschen verweilen und wieder zurückkommen. Das kannst du auch auf einem Tisch abgelegt trainieren. Wenn du die Bewegung nach vorne und nach hinten trainierst, ist es so, du gehst mit dem Handteller nach vorne, öffnen sich die Finger, das ist durch die Anlagerung deiner Muskulatur, gehst du nach hinten, schließen sie. Und das kannst du für das Üben im Handbereich, im Fingerbereich einsetzen. Das heißt, erstmal ganz locker. Und wenn du dann merkst, es geht besser, schließt du zur doppelten Dehnung deiner Handgelenks- und Fingermuskulatur die Hände. Beim nach hinten gehen, öffnest du die Hände und die Finger. Nach vorne rollst du sie ein, nach hinten öffnest du sie. Nach vorne rollst du sie ein und du öffnest sie. Du kannst deine Finger abspreizen und sie zusammennehmen. Natürlich gibt es auch koordinative Spielchen. Mal gucken, ob ich das back. Kleiner Finger, Ringfinger zusammen, Zeigefinger, Mittelfinger und Krokodilhand und Krallenhand. Krokodil, Grundgelenke gebeugt, Endgelenke gestreckt, Grundgelenke gestreckt, End- und Mittelgelenke gebeugt in der Krallenhand. Krokodil und Krallen. Krokodil und Krallen. Und das gleiche natürlich auch mit der anderen Hand. Auch hier nach innen und nach außen oder so abgeklappt. Krokodilhand und Kralle. Krokodil und Kralle zur Koordination. Kannst du beide Hände krallen, Krokodil oder im Wechsel eine Krokodil, eine Kralle, Kralle und Krokodil. Krokodil und Kralle, mach das gleiche. Und dann lockerst du die Hände aus. Du kannst dir deinen Handteller ausmassieren. Du kannst auch einen Gegenstand dazu nehmen, sei es was Spitzes, ein Stift, vielleicht mit ein bisschen Tempotaschentuch drumherum und versuchst hier so ein bisschen den Handteller zu triggern, ihn zu erweitern, Hände strecken, Finger lang machen. Du kannst dir aber auch gern eine Faszienrolle hernehmen oder einen Igelball. So schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, du dehnst und massierst dir die Handteller beider Hände. Auch wenn die Hände müde sind am Abend, viel gearbeitet haben oder wenn du das Gefühl hast, die Ringe nicht mehr rein oder raus zu kriegen, streich immer mal wieder ein bisschen aus, massiere, so förderst du den Rückstrom, nimm den Unterarm vielleicht noch ein bisschen dazu und versuch faszial, ein bisschen Brennnessel im Achterschwung mit oder an deinen Unterarmen durchzuführen.